Oh oh. Oh oh. Oh oh, du Mann. Oh nein. Servus und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute Urlaub, Domi muss arbeiten, es ist nämlich Freitag. Ich werde ihn aber nachher von der Arbeit aufpflücken und wir fahren los. So spart er sich nämlich die Zugfahrt hierher zurück und wir sparen uns einfach ein paar Minuten. Weil wir haben heute einen super, super wichtigen Termin für unser neues Haus. Den Termin, den wir eigentlich nicht haben wollen, aber der muss halt sein, aber später dazu mehr. Und ich werde euch allgemein ein bisschen in den Tag und vielleicht auch ins Wochenende mitnehmen. Zuallererst machen wir aber erstmal Kaffee und ich will dir was zeigen. Guck mal, ich habe hier so einen coolen Crush Ice Maker und ich habe mittlerweile auch rausgefunden, wie er funktioniert und das funktioniert erstaunlich gut. Den nimmt man hier so und dann dreht man den einfach ab ins Glas und du hast schon ein mega cooles Crush Ice. Ich mache tatsächlich auch das ganze Glas voll, weil ich trinke meinen Kaffee ja super gemütlich und dann schmilzt es quasi rein und ist dann automatisch schon die Menge an Wasser, die reinkommt in den Kaffee. Wie immer mein Kaffeekonzentrat. Rabattcode findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bisschen Sirup. Heute mache ich Lebkuchen. Und natürlich Milch. Ich habe euch alle meine Lieblingssirup auch unten in die Videobeschreibung gepackt. Und manche funktionieren echt besser als andere. Den trinke ich jetzt ganz entspannt und nebenher arbeite ich noch ein bisschen was, bis ich dann nachher los muss. Übrigens, wir haben hier letztens so eine Puzzle-Session gemacht. Schau mal, das ist richtig schön geworden. Das muss aber jetzt leider weichen, damit ich Platz am Tisch habe. Gibt einen super coolen Trick, wie ihr das super schnell weggeräumt habt. Das zeige ich euch. Ihr schnappt euch das Puzzle und legt es einfach einmal so zusammen. Einmal nochmal vierteln. Boden von der Schachtel. In einem Stück reinlegen, die restlichen Teile, damit nichts verloren geht. Deckel zu und ordentlich schütteln. Keine 10 Sekunden und schon wieder bereit fürs nächste Mal. Wir müssen los und Domi abholen von der Arbeit. Ich habe ihm hier noch ein Wasser gemacht, das trinkt er sehr, sehr gerne. Rose, Ingwer, Kokos. Und eine Kleinigkeit zu essen, weil ich nicht weiß, ob er Mittag gegessen hat oder Hunger hat. Wir haben nämlich heute einen Termin beim Notar zum Grundschuld eintragen. Den Termin, den man nicht haben möchte, aber Leute, den muss man halt auch machen. Ich habe das dann auch mal erzählt, so, oh, wir haben Notartermin, ah, voll cool. Und ja, ich schreibe auch noch rein, dass ich viel Schuld habe. Also, oh, ja, gehört dazu. Der einzigste Haustermin, den man eigentlich überspringen möchte. So, geht's mal rein, muss gemacht werden. Ja, ich muss noch aufs Klo, wir haben nur 3 Minuten. Los. Beim Notar hat alles geklappt und die Grundschuld ist bestellt. wir fahren jetzt aber noch ein bisschen Käffchen trinken und ich will unbedingt noch kleine Glasflaschen besorgen, weil ich kleine Glasflaschen brauche, erzähle ich dir später, wieso und weshalb. Ich habe Eiskaffee Haselnuss. Und Domi hatte mit Kokos. Wir haben jetzt auch in verschiedenen Läden geschaut, aber ich habe tatsächlich keine kleinen Glasflaschen gefunden. In allen möglichen Läden nicht, in Dekoläden nicht, in Lebensmittelläden nicht, in Geschirrläden nicht. Leute, alles abgekratzt, was irgendwie da war. Also habe ich mich jetzt entschieden, passende Größe Smoothies zu kaufen. Das heißt, wir werden einfach die nächsten Tage mal Smoothies trinken und dann das Etikett abholen und das wiederverwenden. Weil das ist so ein Deckel, sieht man nicht, wenn der schon mal offen war. Und dann spülen wir das einfach sauber und dann machen wir einfach hier auch so ein DIY. Dafür habe ich diese kleinen Fläschchen gebraucht, die wir vorhin gekauft haben. Das hier ist nämlich ein selber gemachter Limoncello. Den habe ich jetzt schon seit den letzten 9-10 Tagen da oben. Der wohnt halt schon eine ganze Weile und zieht schön durch. Und den werden wir jetzt richtig schön abflaschen. Ich habe nämlich ein paar Leute in meinem Umfeld, die nächstes Jahr Geburtstag haben. Und die werden quasi davon was bekommen, einfach zu ihrem normalen Geburtstagsgeschenk dazu. Und ich glaube, die freuen sich dann schon. Apropos Rezepte, gebt mal in den Kommentaren Feedback. Ich plane gerade ein Projekt, 30 Tage, 30 Rezepte, wo ich in den Shorts 30 Tage lang eben 30 Rezepte zeige, aber halt eben in kurz und komprimiert. Das habe ich mir jetzt irgendwie so in den Kopf gesetzt, keine Ahnung. Aber gebt mal Bescheid, ob ihr da Interesse habt. Und falls ihr Rezeptwünsche habt, weil das Ganze muss ich natürlich erst vorproduzieren und so, ne? Dann gerne melden.
restliche Abendbeschäftigung machen wir einfach direkt ein neues Puzzle, nachdem das alte weggeräumt wurde und wir jetzt wieder Platz haben. Und zwar dieses hier, das finde ich richtig schön. Das habe ich mal super günstig irgendwo im Discounter für, weiß ich nicht, 5 Euro so bekommen, aber ist erstaunlich gut. Und wir haben uns, weil wir kein klassisches Mittagessen gemacht haben eigentlich irgendwie, also zumindest noch keine zweite Mahlzeit, Melone gemacht mit Feta, Zimt und ein cooles Getränk. Oh mein Gott, das hagelt wie Sau, ey. Boah, das geht richtig ab gerade. Guckt euch das mal an. Wahnsinn! Aber es sind nur ganz kleine. Auch oh, wie viel Wasser von da oben runter. Alter. Ist ja halbe Weltuntergangsstimmung hier. Hört ihr das? Das kommt aus der Dusche wieder raus, weil es der Abfluss gerade nicht mehr schafft. Ja, Wahnsinn. Domilein findet es voll faszinierend. Kommt beim Puzzle übrigens gut voran. Vertrocknet übrigens immer noch unsere Wäsche. Sehr gut. Ach stimmt, es kommt voll rein hier, gell? Aber nicht mehr viel verkauft, weil es keine wirklich Sinn mehr gibt. Aber es kühlt ab immerhin. Ja, es kühlt ab. Wir haben uns beschwert, dass es zu warm ist. Sehr cool. Oh mein Gott. Leute, das geht da draußen so krass ab. Hey, Wahnsinn. Guck mal, wie schräg der Baum da drüben ist. Oh oh. Oh oh. Oh oh, unsere Beine. Oh nein. Shit. Oh oh. Oh nein. Nein, wir müssen ganz schnell alles wegspringen. Oh fuck. Schau, das kommt doch. Das kommt da gerade. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Lass uns einen Handtuchwall bauen. Komm, wir bauen einen Handtuchwall. Also, Handtuchwall steht. Noch hält er Stand. Aber... Kompletter Abfluss haben wir hier liegen. Alter. Es kommt einen kompletten Abfluss hier. Ich will da gerade echt nicht reinfassen. Ich möchte gerade eigentlich auch nicht reingehen. Na, hoffentlich muss ich nicht aufs Klo, Leute. Das ist gerade schlecht. Unsere Badmatte. Ja. Die Badmatte ist jetzt leider gestorben, da drin war's. Und ganz schlimm. Tü. Oh nein, mein Brot steht da drin. Oh nein. Oh. Alter, was? Was geht denn hier eigentlich ab, bitte? Sieht halt aus, als wäre es Winter, als hätte es geschneit. Es fließt ab. Leute, es fließt ab, seht ihr das? Man sieht die Bewegung anhand von dem wundervollen Kanaldreck, der in unserer Dusche und in unserem Bad schwimmt. Sehr toll. Alter, ist das eklig. Ich glaube, wir müssen später spontan das Bad putzen, was? Soll ich dir ein neues Getränk machen, nachdem dein anderes Getränk im Bad gefangen ist? Ich habe sogar die Tür, weil es hat durch die Haustür gedrückt. Oh, komm, wir gehen gucken. Ich habe die Liebschaft. Ich habe schon eine Barriere gebaut. Oh Gott. Sehr gut. Oh. Ja. Das hat echt durch die Haustür gedrückt. Sehr gut. Wow. Alter. Ich meine, Allgäu hat immer wieder stärkere Wetter und so, aber. Also, das hat man jetzt auch noch also nicht, gell? Also, wir wurden nicht überflutet. Nee, also, das hat man jetzt auch noch nicht. Durch die Kanalisation. Zum Glück waren wir daheim und haben das gemerkt, ha? Ja. Uncool. Wenn es vorbei spielt, dürfen wir einmal durchwaschen. Das ist ein Grund, mal wieder zu wischen, was? Da hat sich den Hagel. Der Hagel ist so krass hier rangekommen, Leute. Guck mal. Da hat sich einfach der Hagelmauer an der Türe gebildet. Also, dass der Abend so endet, hätten wir jetzt auch nicht gedacht. Wir machten eher so gemütlichen Abend mit Puzzle und so. Aber muss man nehmen, wie es kommt. Wir werden den restlichen Abend jetzt damit verbringen, das alles wieder zu putzen und sauber zu machen. An der Stelle beende ich das Video, aber das muss ich euch nicht antun. Schaut hier gerne rein, da sind zwei andere Videos, die könnt ihr auch noch anschauen und ich hoffe, dass es bei euch nicht so krass geregnet hat.